Landarztquote, Einschulungskorridor, Wasserstoffstrategie, Kindergartenzuschuss, keine Grundsteuer C und das erste Klimaschutzgesetz Bayerns. Diese und viele weitere Erfolge hat die Freie Wähler Landtagsfraktion seit ihrem Einzug in die bayerische Staatsregierung vor 2,5 Jahren errungen. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel zieht deshalb eine positive Halbzeitbilanz. Wir haben vor 2,5 Jahren einen Koalitionsvertrag gemacht, den unterschrieben und wussten damals nicht, was alles auf uns zukommt. Wir haben aber bis jetzt den Koalitionsvertrag zu gut 80% schon abgearbeitet, zuerst zur Halbzeit. Das ist allein schon ein Riesenerfolg. Aber darüber hinaus hatten wir natürlich noch andere Herausforderungen, wie das Volksbegehren Rettet die Bienen, das wir mit einem eigenen Gesetz noch vielen Diskussionen verbessern mussten. Und darüber hinaus jetzt seit über einem Jahr Pandemie, ein Geschehen, das man so nie auf dem Plan hatte und das auch die ganze Arbeitskraft auch mit herausgefordert hat, wo wir unzählige Diskussionen geführt haben in der Fraktion, hier im Landtag. Laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zeichnen sich die Freien Wähler insbesondere dadurch aus, dass sie Politik ohne ideologische Scheuklappen machen. Dass wir jedes Thema pragmatisch angehen, jetzt auch aktuell das Corona-Thema, nicht sagen, das ist der Weltuntergang oder wir ignorieren das, sondern wir schauen uns die Faktenlage an und finden dann zielgerichtete Maßnahmen. Das grenzt uns ab von ideologischen Parteien von links und rechts. Auch für die kommenden Monate haben sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag viel vorgenommen, wie Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer, erklärt. All die anderen großen Fragen unserer Zeit, sei es der Klimawandel, der demografische Wandel, der Strukturwandel in der Wirtschaft, die warten ja nicht. Einzig deshalb, weil diese Pandemie über die Welt hereingebrochen ist, ganz im Gegenteil. Und deshalb halte ich es für sehr wichtig, dann auch aus diesem Krisenmanagement-Modus wieder herauszukommen und wieder eine zukunftsgerichtete, gestalterische Politik zu machen und nicht Zukunft zu verspielen, weil wir einzig Corona im Blick haben. Ich glaube, dass das die richtige Sichtweise ist, die uns, und das steht natürlich auch an, diesen Sommer und diesen Herbst, dann hoffentlich auch zu einer bundespolitischen Kraft machen wird und in den Deutschen Bundestag bringen. Was die Freien Wähler beim Umweltschutz und in der Bildungspolitik erreicht haben, schildern die beiden Staatsminister Michael Piazzolo und Thorsten Glauber in den kommenden Tagen in einem eigenen Film. Eins ist aber jetzt schon klar: Mit ihrer pragmatischen, bodenständigen und verlässlichen Politik werden die Freien Wähler auch weiterhin Taktgeber der Staatsregierung sein.